Liebe Freunde, es ist jetzt also soweit. Der Robert Ziegler, der Chef der Johanna Mikl-Reitner Message Control, ist von seiner Position als ORF-Direktor von Niederösterreich zurückgetreten. Mehr dazu aber gleich nach dem Intro. Ich möchte eingangs auf einen Betrugsfall hinweisen, der mir von einigen Usern mitgeteilt worden ist. Danke dafür. Ganz offensichtlich werden Personen, die hier unter meinem Blog mitposten, dann von jemandem angeschrieben, der mit meinem Profilfoto arbeitet und ein gutes Geschäft anbietet, samt deutscher Telefonnummer. Bitte diesen Betrügern nicht auf dem Leim gehen. Wenn ich mich melde, dann bin ich eindeutig zu erkennen und ich habe keine deutsche Nummer und ich habe auch keine Geschäfte vorzuschlagen. Außer vielleicht Hand in Hand mit der FPÖ dieses Politunwesen in Österreich zur Seite zu räumen. Das ist das Angebot, das ich an euch machen kann und werde und jeden Tag tue. Aber ganz sicherlich nicht irgendwelche Finanzierungsangebote mit deutscher Nummer. Ja, herzlich willkommen an all jene, die neu im Kanal dabei sind. Ihr kennt meinen Spruch bereits. Wer schneller informiert sein möchte, bitte ein Abo dalassen, ein Gefällt mir klicken und wem es nicht schnell genug gehen kann, die Glocke aktivieren. Ich habe mehrere Male bereits in diesem Videoblog darüber berichtet, dass es im ORF generell unhaltbare Zustände gibt und einer der unhaltbaren Zustände war zum Beispiel die ständige Message Control für Johanna Mikl-Reitner seitens des ORF Niederösterreich. Dort gab es den Chefredakteur Ziegler, der sich eigentlich unumwunden als Öffentlichkeitsarbeitslandesrat ohne Auftrag betätigt hat. Er hat das Landesstudio Niederösterreich als zusätzliche Pressestelle der ÖVP Niederösterreich geführt und das ist ihm schlussendlich auf den Kopf gefallen. Es war so, dass dann aufgrund der Beschwerden zahlreicher Mitarbeiter, ich glaube es waren über 50, eine Kommission eingerichtet worden ist, die genau diese Personen befragt hat und die Vorwürfe gegen Robert Ziegler geprüft hat. Und siehe da, plötzlich ist alles nicht mehr so, wie es ursprünglich gewesen ist. Robert Ziegler hat ja immer seine Unschuld beteuert. Nein, er ist jetzt zurückgetreten. Die Frage ist natürlich, warum macht er das zu dem Zeitpunkt? Ich glaube, das ist relativ leicht zu erklären, denn Robert Ziegler hatte in Wahrheit gar keine andere Wahl. Wäre er nicht zurückgetreten, hätte er durch den Stiftungsrat abgesetzt werden müssen. Und das wäre natürlich eine ordentliche Blamage für den neuen ORF-Chef gewesen, den Herrn Weismann, denn der hätte den Herrn Ziegler sozusagen durch seinen eigenen Stiftungsrat und seinen eigenen Stiftungsratsmitgliedern der ÖVP dann schlussendlich aus dem Amt entfernen lassen müssen. Aber die Kommission hat ja auch eine sehr, sehr eigenartige Rolle gespielt. Der Chef der Kommission hat ja gesagt, vor der niederösterreichischen Landtagswahl wird es keine Informationen über die Erkenntnisse der Kommission geben. Ich habe ihm damals vorgeworfen, er mauert hier ganz, ganz massiv und das kann man sich so nicht gefallen lassen, denn gerade die Zwangsgebührenzahler hätten sich sehr verdient, dass so eine Kommission natürlich postwendend ihre Ergebnisse bekannt macht und nicht sozusagen sich noch als dritte Vertuschungskolonne der ÖVP vor einer Wahl betätigt. Transparenz schaut jedenfalls anders aus. Aber mit dem Fall Ziegler ist aus meiner Sicht das Problem mit dem ORF Niederösterreich noch lange nicht fertig besprochen. Und ich möchte einschieben, das ist kein Vorwurf gegen die Mitarbeiter dort, die versuchen redlich zu arbeiten. Nein, es ist ein Vorwurf gegen die Köpfe des ORFs Niederösterreich. Warum ist die Sache noch nicht fertig besprochen? Einfach deswegen, weil wir in den letzten beiden Tagen ja erfahren durften, dass Johanna Mikl-Reitner ihr Regierungsteam bereits fix aufgestellt hat. Spannend ist in dem Zusammenhang aber eines, dass sich da bei den Fixstartern wiederum die Landesrätin Teschl Hofmeister mit dabei befindet. Sie ist mit von der Partie und da lohnt es sich doch einmal auch ein bisschen auf ihre Vita genauer einzugehen. Teschl Hofmeister war von 2010 bis 2015 die direkte Vorgängerin von Robert Ziegler, also auch sie war Chefredakteurin des ORF Niederösterreichs. Sie ist dann von 2015 bis 2018 auf den Königlberg gewechselt. Sie hat dann dort eine andere Position übernommen, aber das Bemerkenswerte ist, dass sie dann genau im Jahr 2018 direkt vom ORF in die niederösterreichische Landesregierung gewechselt ist. Und das ist schon bemerkenswert, denn auch da gibt es ja nicht so etwas wie eine Abkühlungsphase. Und man stellt sich schon die Frage, warum hat man diese Dame eigentlich dann so schnell direkt von einem wichtigen Managementposten im ORF auf den Posten einer niederösterreichischen Landesrätin, sprich eines Regierungs
Mitglieds gehievt. Für mich gibt es nur eine Erklärung und die kann nur heißen, dass auch Teschl Hofmeister bereits das Handwerk des Robert Ziegler gemacht hat. Auch sie, und ich habe das ja selbst auch mitbekommen, war nie besonders kritisch, um das jetzt mal nett auszudrücken, was ORF-Berichterstattung im Zusammenhang mit der ÖVP betroffen hat. Nein, ich würde ja sogar unterstellen, auch sie hat für dieses Ungleichgewicht in der öffentlich-rechtlichen Berichterstattung im Zusammenhang mit Politik gesorgt. Denn auch wenn man sich die Ära Teschl-Hofmeister anschaut, dann sieht man keine wesentlichen Unterschiede in der Ungleichverteilung von Parteien mit O-Tönen in Niederösterreich heute oder im Radio Niederösterreich. Das heißt also, ich stelle die These auf, dass auch Teschl-Hofmeister schon mit diesem Job in der Landesregierung belohnt worden ist für Dienste, die sie vorher geleistet hat. Ich stelle die These auf, dass auch Teschl-Hofmeister genauso wie Robert Ziegler als Message-Control für die ÖVP Niederösterreich tätig gewesen ist und dass man ihr sozusagen als Ausgedinge dann den Landesrat angeboten hat. Eine Frage, die sich für mich aber trotzdem stellt, ist jene, warum sie jetzt schon wieder eine der Fixstarterinnen in diese Landesregierung ist. Da muss es ja einen Hintergrund geben dafür. Und da gibt es für mich nur zwei mögliche Fragen. Also hat Teschl Hofmeister ebenfalls ohne Auftrag sozusagen für Landeshauptmann Bröll Berichterstattung gemacht oder weiß sie mehr über die Praktiken im ORF Niederösterreich und über die Praktiken der niederösterreichischen Landesregierung respektive über die Medienarbeit von Frau Mikl-Leitner? Das wäre ein Punkt, der mich wirklich interessiert und wo ich der Meinung bin, auch hier sollte die Kommission einmal ihren Blick drauf werfen. Der Herr Draxler hätte noch genug zu tun. Er sollte vielleicht auch mit den Mitarbeitern des ORF Niederösterreich darüber reden, wie Teschl Hofmeister damals ihre Führung im ORF-Zentrum in Niederösterreich angelegt hat. Ob auch sie empfänglich war für Politberichterstattung, ob sie Aufträge erhalten hat aus dem Landeshauptmannbüro oder ob sie es, so wie Robert Ziegler sogar im vorauseilenden Gehorsam gemacht hat. Oder weiß sie Dinge, die sie einfach dazu prädestinieren, auch weiterhin in der Landesregierung zu bleiben und den Mund zu halten. Das wären Fragen, die man ORF intern aufarbeiten sollte, denn ich habe es schon oft gesagt, der ORF ist nicht die Spielwiese für Politiker, die dann sozusagen mit unseren Gebühren, mit unseren Zwangsgebührengeldern auch noch die Wahlkämpfe der Schwarzen querfinanzieren. Dazu ist der ORF nicht da. Und jetzt wäre die Möglichkeit, diesem Treiben einmal ein Ende zu setzen und wirklich Tabula Rasa zu machen und übrigens am Ende über den Vorgänger von der Frau Teschl Hofmeister, den Herrn Grasl, mittlerweile ja Kurier- und Profilchef, wie wir wissen, möchte gar nicht reden. Vielleicht machen wir über den einmal einen eigenen Beitrag. In diesem Sinne, morgen geht es weiter mit einer spannenden Geschichte im Zusammenhang mit Corona. Danke fürs Dabeisein und nochmal bitte nicht auf diese Bots reinfallen, die unter meinen Kommentaren sich mit meinem Profilbild wichtig machen. Das Original ist leicht erkennbar, es hat keine deutsche Nummer und es bietet auch keine Finanzdienstleistungen an. In diesem Sinne, bis morgen. Die Ibiza-Affäre hat die österreichische Innenpolitik im Jahr 2019 nachhaltig aufgewirbelt. Alexander Van der Bellens Aussage, so sind wir nicht, galt bald nach Beginn des Untersuchungsausschusses und den Ermittlungen der WKStA gegen die ÖVP als überholt. Es offenbarte sich ein tiefer Staat, errichtet von der Türkisen-ÖVP. Doch diese ist gescheitert. Die Türkise-Familie ist in Auflösung begriffen. Christian Hafenecker konnte gemeinsam mit seinem Team im Untersuchungsausschuss Unmengen dazu beitragen, dass die korrupten Machenschaften aus dem türkisch-schwarzen Umfeld schonungslos an die Öffentlichkeit gelangen. Der Untersuchungsausschuss hat bewiesen, dass nicht die Mächtigen korrupt geworden sind, sondern die Korrupten mächtig. Seine Eindrücke, seine Rückschlüsse, sein Fazit hat er in seinem Buch »So sind wir« kompakt zusammengefasst. Sichern Sie sich jetzt gleich Ihr Exemplar der dritten Auflage unter www.hafenecker.at und erhalten auch Sie einen spannenden Einblick in den tiefen Staat. Wer schnell ist, erhält, solange der Vorrat reicht, sogar ein Buch mit persönlicher Signatur von Christian Hafenecker.